Heute 14 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt am Mannheimer Wasserturm. Die Besucher freuen sich über Baumstriezeln, Churros und Glühwein. Doch wie sicher sind die Weihnachtsmärkte bei uns in der Region? Man hat halt das Gewissen, es kann etwas passieren, aber wir stehen halt direkt an der Straße hier, es ist sehr viel Verkehr. Aber ich hoffe, es wird nichts passieren. Erst gestern warnte der Verfassungsschutz, die Anschlagsgefahr, sie sei so hoch wie lange nicht mehr. Mit welchem Gefühl gehen die Menschen auf den Weihnachtsmarkt am Wasserturm? Wenn es passiert, passiert's. Ja. Man kann nicht trotzdem zu Hause bleiben und warten, das geht einfach nicht. Man muss trotzdem raus. Massive Poller finden wir auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm nicht. Für die Schausteller, die mehrere Stunden am Tag ihre Waren verkaufen und das Treiben auf dem Markt beobachten, liegt die Gefahr woanders. Man muss halt aufpassen auf seine Tasche, ne? Die ist schnell weg. Aber ansonsten geht's eigentlich. Ist hier alles ganz sicher. Also kommt auch immer eine Kontrolle, die laufen rum. Muss man eigentlich nicht so eine Angst haben bei uns. Jugendliche nachts betrunken, kamen dann an unsere Hütten, wollten vielleicht ein bisschen für Krach sorgen. Aber dann kriegen wir sofort einen Anruf, da unsere Sicherheitsleute überall verteilt sind. Und dann wird das halt geregelt. Eine akute Gefahr scheinen weder die Schausteller noch die Besucher des Weihnachtsmarktes zu spüren. Doch der Krieg im Nahen Osten, er lässt die Menschen in der besinnlichen Zeit dennoch nicht kalt. Es macht natürlich die Stimmung kaputt, besonders dass gerade halt sehr viele politische Konflikte los sind, auch Israel und Palästina. Da hat man immer ein bisschen Angst natürlich. Die Zeit davor hat man sich schon ein bisschen beruhigter gefühlt. Und jetzt, nachdem dieser schreckliche Konflikt da ausgebrochen ist, da rückt es schon alles wieder mehr in den Mittelpunkt und man denkt einfach dran. Die Polizei sagt, sie habe Großveranstaltungen in der Region im Blick. Und die Gefährdungslage sei aufgrund der geopolitischen Lage im Nahen Osten erhöht. Doch grundsätzlich gibt es aktuell keinen Grund, Weihnachtsmärkte zu meiden oder einen Weihnachtsmarkt nicht durchzuführen. Das heißt, wir gewährleisten die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten und Besucherinnen und Besucher können aufmerksam, aber grundsätzlich ohne Sorge auf den Weihnachtsmarkt gehen. Aufmerksam, aber nicht unbesorgt. Mit dieser Botschaft dürfen Besucher und Schausteller positiv in die Weihnachtsmarktsaison blicken.